bin heute nicht ganz auf der Höhe. Start, ja. Was? Ich hab gestartet. Ach, das war gut, okay. Und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge Let's Play Ark Ragnarok zusammen mit dem lieben Lorenz. Hallo Lorenz. Servus. Servus. Und meine Wenigkeit mit einer Frisur, die ich damals im Jahre 2014 hatte. Ja, ich hab lange Haare mal wieder. Endlich. Ist ja. Doch gut. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch erfrischend. Es ist zwar nervig, weil ich dann jetzt immer noch keine Frisur machen kann. By the way, die werden vielleicht auch noch länger. Ich will die jetzt mal noch länger wachsen lassen. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Kurze Haare, lange Haare, was findet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Frage des Tages. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Egal. Schamhaare, wir sind. What? What? Wait a minute. Wir zwei waren gerade schon offscreen. Schlagt uns bitte nicht. Kurz zu Hause haben uns hier Fackel. Ja, ich habe was gegessen. Fackel geholt. Rüstung wieder ein bisschen ganzer gemacht und dann neu zusammengestellt. Boost. Und sind dann wieder hingeflogen. Und dann ist ihm Lorenz das hier ins Auge geschossen. Oh, und dann sind wir da oben, haben wir zwar gelandet, sind dann hier runtergewatschelt und haben gemerkt, hier ist auch ein Eingang. Entweder in die gleiche Höhle, sehr wahrscheinlich. Und Lorenz hat jetzt den Gedanken, dass das hier vielleicht der richtigere Eingang ist. Blitz! Der hat gerade eben kurz gegessen, der ist jetzt voller Energie, also wundert euch nicht. Nee, ich bin nicht mit voller Energie, ich bin immer noch ein bisschen müde. Halt dein Maul. Und, aua, jetzt habe ich mich gestoßen. Wenn ich mal keinen geraden Satz irgendwie zusammenbekomme, dann liegt das wahrscheinlich an der Müdigkeit. Ja, wie immer, würde ich auch als Ausrede benutzen. Ja, auf jeden Fall ist unser Plan... Leute. Ist unser Plan, wir gehen jetzt hier unten einfach mal rein. Und falls das hier unten cool wäre, rein die ist Petris, immer gut. Wir haben ja auch die Petris dabei. Also an für sich dürfte uns ja nichts passieren. So, ich hole jetzt direkt mal die Fackel raus. Ah! Hier vorne links ist ein Typ. Was? Den habe ich gar nicht gesehen, ja. Du. Deswegen bin ich. Ah! Ich war gerade einfach so richtig und deswegen bin ich und du. Und dann kommt der andere und ich erschrecke mich zu Tode. Also ich, okay. Da sind noch mehr von diesen. Das ist richtig, richtiger Hausparty. Du machst das? Oh mein Gott, nein. Ich leuchte. Ja, okay. Wo kommt, Hilfe, ich brauche Licht. Bitte triff nicht. Ah, der klettert über Steine, der durchhängt fest. Hey, warte, ich helfe. Ich treffe nie. Oh, alles muss man hier selber machen. Ich habe jetzt auch mal meine richtige Armbrust dabei. Ja, moin. Ja. Okay. Weißt du, easy. Los, Licht an. Hier wummelt es schon. Ja. Artefakt? Och, Digga, das ist in die andere Richtung. Der Boss ist verfügbar. Digga, das ist einfach da, wo wir runtergefallen sind. Links und rechts konntest ich du ja gehen. Ich zieh dich an! Jetzt kriegst du Schade und brennst selber. Du bist so ein Vogel, wirklich, ne? Ja, schlag mit der Fackel. Intelligent, Digga. Ja, ich dachte, du tötest sie mal schneller. Ich bin dabei, die halten halt ein bisschen was aus, sorry. Von wo? Ja, hast du die nicht gesehen? Oh, hier ist noch eine. Nee, ich bin voll im Spinnennetz gewesen. Alter. Digga, also wir sind an der gleichen Stelle. Nur, dass wir jetzt anstatt links, rechts gegangen sind. Stimmt. Wie dumm. Jetzt müssen wir die ganzen Leute wieder klatschen erstmal. Ja, wie unnötig. Also jetzt mal legit, das ist unnötig. Aber okay. Wieso treffe ich nicht? Ach, danke. Ja, wollen wir ab hier unsere Jets auspacken oder erst ein zweiter? Ja, guck mal, hier ist ein Ei noch. Oh, hier ist Spaß. Achtung. Aber jetzt sind wir zumindest dann von unten gekommen, ne? Weil sonst. Ja, und die kann man noch zurückgehen. Das ist der Ausgang, Lorenz! Digga, das ist der Ausgang! Ja, wahrscheinlich ist es ja. Also, es macht sogar Sinn. Ja, das ist, ja gut. Das weil wir waren ja letztes Mal da oben so. Okay, ja. Gut. Ja, Petri raus oder was? So schließt sich der Kreis, ja, oder? Ja, let's go, Digga. Let's go to the mall. Hab ich jetzt überhaupt Futter für dich? Meine hat auch ein Ei gekackt. Nice. Wieso habe ich 600 Stroh? Naja, schmeiß ich mal raus, ne? Ich bin noch nicht hinter dir, entspann. Ich packe hier die ganze Zeit die falschen Sachen um. Hier ist das Mammut, oder was es darstellen soll. Ah, oh, jetzt ist ein blauer Loot hier oben. Ah, guck mal, hier, wo gerade eben die ganze Zeit die Spinnen gespawnt sind, da kann auch ein Loot spawnen. Der ist jetzt hier. Cool. Toll. Ja. Sehr interessant hier. Ich bin benommen, ich sterbe jetzt. Nicht dein Ernst. Ich hänge hier an dem Scheißding fest. Ich würde jetzt hier sterben.
Aber warum bin ich denn benommen? Von was bin ich benommen gerade? Von Dings. Oh Gott, das ist hier echt kacke gerade. Ich versuche gerade dein Petri hier angreifen zu lassen. Aber irgendwie will der nicht. Greifst du die einfach an irgendwie? Ja, ich bin dabei, aber du liegst halt auch mitten im Getümmel. Also hier ist richtig Party. Und dein Petri macht halt einfach nichts, Digga. Greift doch mit in mein Ziel an, ja. So, jetzt let's go, Digga. Petri, greift doch mal an. Alter, ja. Also vom Leben her geht's, vom Leben her geht's. Ja, ja, gut, das ist schön und gut, aber hier ist halt... Wir machen doch alle null Schaden. Richtige Hausparty, ne? Ja, okay. Das Problem ist, ich kann halt gerade auch nicht absteigen oder irgendwas machen. Die greifen halt auch dich an, was total dämlich ist. Warum die nicht mich angreifen? Kannst du mit der Knarre nicht drauf schießen? Meine Rüstung ist jetzt kaputt, ich werde sterben. Digga, es ist richtiger Pain in the ass hier, Alter. Unter Hälfte jetzt, also Viertel. Es müsste alles tot sein. Warum bin ich denn jetzt noch benommen geworden? Von was ich, denn? Von den Schlangen, Spinnen, ich weiß es aber nicht. Aber ich saß ja oben. Ich kann sie... Ich. Wir haben auch kein Dings mitgenommen, Stimulanz, das wollte ich nämlich sagen. Oh, oh stimmt, Digga. Warte mal, ich mach mal... Wir sind so ein Haufen Kot. Wir sind so dumm, ne? Weißt du, wir sagen es sogar noch und wir verkacken alles wieder. Wir sind so dumm, dass wir rundlaufen. Weißt du, wir sind so Kandidaten, diese Kinder, die früher Ostereier gesammelt haben, wo die sich gebückt haben, dass es wieder runterfällt und hat sich erneut gefreut über sein Osterei. Das war ich. Das war halt auch wieder ich. Nein, pass auf, Real Life Story. Diese Illusion wurde mir, vor, ich glaube, 2 Jahren geraubt. Mit meiner Oma bin ich immer durch den Wald gegangen, habe Eier gesammelt. Die hatte das Körbchen und die hat die Eier immer wieder nach vorne geworfen, wenn ich irgendwas am Aufsammeln war. Die hat mich so das war so traurig, als ich das rausgefunden habe. Ich war richtig am Boden zerstört, Digga. Jahrelang mit dem Osterhasen verwandt und merkt es nicht. Tiki! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach ja, du liegst hier so schön. Ich sammle mal auf, vielleicht finde ich ein paar Stimmi. Ich habe dich unter drei Stimmi-Bären gedrückt. Ja, die waren auch gut, aber jetzt pulvert die ganze Zeit immer noch wieder. Achso, da geht Pulver noch nach oben, ja, nice. Ja, Leute, Lawrence Aussage vor der Aufnahme war, vielleicht kriegen wir die Höhle ja in deiner Aufnahme zu Ende. Tja. Ja. Wer hätte damit rechnen können, ne? Ja, alles nur wegen so einem blauen Loot. Aber wo wurde ich denn so oft jetzt gehittet gerade? Ich verstehe es nicht. Alter, ich habe keine Ahnung. Es ist arg. Du fragst dich echt noch Dinge hier in dem Game. Also, ich weiß ja nicht. Gewagt. Scheiß Benommenheit da. Ja, wenn du mir die drückst, dann gehe ich auf jeden Fall, geht das runter. Ja, ich bin dabei. Sobald du nichts mehr drückst, dann. Ich sehe es ja. Ach, siehst du das bei mir? Oh, ja. Jetzt könnte es reichen. Reicht das? Ja, legit, Digga. Servus. Ja, moin. Grüezi. So, Petra. Was war denn da los? Woody Woodpecker, der hat auch so viel Scheiße hier aufgesammelt. Vor allem, da falle ich hier auch noch runter, so. Das alles für einen überragenden Raptorsattel-Bauplan. Stark. Hat sich gelohnt, sagst du? Ja, hat sich richtig gelohnt. Alter, meine Kappe sitzt nicht so ganz richtig. Ich muss mal kurz meine Frisur richten. Also Leute, ganz selten Anblick, ich ohne Kappe. Ich fühle mich hier wie zu Hause, ich habe ein Haussymbol. Was hast du gesagt? Du fühlst dich wie zu Hause? Was? Ja, ich fühle mich wie zu Hause, ich habe ein Haussymbol hier in der Art. Achso. Bro. Ist so ekelhaft, dieses Spinnding, ey. Ja, lass bitte weiterziehen, ja? Es ist halt wildglücklich, Mammut, da hängt nämlich noch ein Horn raus. So, müssen wir jetzt hier nach unten? Also anders. Ja. Ach, du kannst während dem Fliegen die Fackeln halten. Ja. Ein blaues Ding. Ja, hier sind aber auch Tiere, die können uns. Hitten, mehr oder weniger, ne? Ich würde sagen, lass auf die Loots scheißen, oder? Was hängt hier oben? Bist du? Müssen wir nach oben fliegen? Hier ist ein Rex, Digga. Hier hängt ein Rex. Alter Vater! Was ist mit der Spinne los? Müssen wir hier hoch vielleicht? Was ist das denn für eine Monsterspinne? Lass mal hier landen. Ja, stark. Und so bist du gerade eben gestorben. Müssen wir hier rüber? Hier links? Guck mal, es sieht das so ekelhaft hier alles richtig, aus. Richtig widerlich. Das Ding ist, Leute, an der Stelle... Mögt ihr Spinnen? Ja, nein. Das Ding ist, ich habe grundlegend kein Problem mit Spinnen. Aber ich brauche es auch nicht. Ich stell dir mal vor, jetzt im Real Life, du fällst in so ein Spinnennetz rein, Alter. Ich würde ekelhaft. Jetzt ohne Scheiß, Schlange denn hier? Was?
Pass auf, soll ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in so einem Loch droppen würde und hier sein würde und wüsste, ich käme nie wieder nach oben, ich glaube, ich würde anfangen. Ich würde mir irgendeinen scharfen Stein nehmen und würde den fastest way to go nehmen, Alter. Ich würde einfach quit. Alter 4, Digga. Alter 4. Oder einfach quitten. So, ich gehe mal davon aus, wir müssen hier rüber, wenn ich ehrlich bin. Aber hier sieht so nach Tageslicht aus. Irgendwie kann das nicht stimmen. Oh mein Gott, hier sind ganz viele Spinnis. Oh, hier hängen Menschen von der Decke. Juhu. Ist das eklig, Diggi. Müssen wir hier durch? Ja, komm mal her. Hier, hallo. Warte, wo bist du denn jetzt? Der fliegt wieder so schnell. Die krabbeln mir hier gerade alle hinterher, die Arschlöcher. Ah, hier unten her, okay. Ja, Achtung, hier sind die ganzen Arschlöschis. Ja, ich bin oben jetzt wieder. Ist der mir hier richtig? Digga, wo so... Also, das ist wirklich... Ich wurde angesprüht. So, jetzt bin Digga, ich... Digga, wie soll man denn die Höhle überleben? Keine Ahnung, das ist, so, das ist, glaube ich, echt die krasseste Höhle, die es so gibt. Die Pitis fliegen auch einfach unnormal nervig schnell, ne? Ja, ich bin mal bei meiner unten, Alter. Guck dir das mal an! Ja, ich auch, aber trotzdem fliegt der so schnell. Alter, guck dir das an. Wie viel Zeug da ist. Ey, können wir mal bitte kurz darüber reden, wie eklig diese Schlangen und diese komischen Kackviecher hier aussehen gerade? Die Höhle ist zu krass. Die ist eklig. So, ich glaube, wo müssen wir her? Hierher? Kann man hierher? Hey, sind die Menschen wieder? Ist das mir richtig? Oder? Oh mein Gott, hier kommt man nicht durch so schnell. Oh mein Gott. Okay, ich bin weiter. Zurück, okay. Zurück. Ist das, bist du durch? Wir sind halt wieder am Anfang, legit. Hä? Hier ist noch ein Gang, aber von hier sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ja, das ist der Gang, wo wir gerade hergeflogen sind. Ja, das ist der Gang. Und du bist... Ah, guck mal hier oben. Nee, doch nicht. Fake News, oder? Fake News. Ich muss auch kurz mal meine Fackel rausholen, Digga. So. Also du bist da unten jetzt weitergekommen. Ja, und ich bin jetzt wieder am gleichen Punkt. Also ich fliege jetzt gerade im Kreis, weil ich komme mal wieder zurückgeflogen. Also, was heißt zurück? Also, gleiche Stelle. Ja, hier, hallo, da bin ich, hallo. Ah, hey, Mann. Okay. Und sind wir noch weiter nach oben? Nee, dachte ich ja auch. Gibt's hier irgendwie noch einen Gang nach rechts? Nö. Hier hinter die Dings hieß. Ah, hier vielleicht? Ne, hier ist auch. Oh mein Gott, Digga, hier ist die Dinger, ne? Das Todesende. Ja. Ja, dann lass nochmal hier einfach zurückfliegen, hier durch die Menschen wieder. Durch die Menschen? Ne, hier sind die Menschen nicht, die sind unten. Okay. Ja, ist aber richtig. Komm, flieg weiter. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem Rex. Ah ja. Pass auf, das ist jetzt... Ich gebe die Briefe und Siegel. Was ist denn jetzt hier noch? Szenario A, wie es bei uns immer ist. Wir fliegen gerade 20 Mal am offensichtlichsten vorbei und verpeilen es einfach. Ah, hier ist einfach nur ein blauer Loot noch. Alter, wie viele Insekten hier einfach sind. Das ist so eklig nervig. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal hier wieder hin. So, hier ist es der Scheideweg mit den Menschen. So. Sonst können wir nur hier und rechts, und das ist Ein- und Ausgang. Wir müssen dahin. Wo waren wir hier? Ah, hier war ich benommen. Ja. Was ist hier oben noch? Wir könnten halt oben herauffliegen, so, ne? Ja, aber da oben ist nur noch Ausgang. Oder? Hier ist doch nichts mehr. Das ist die Question. Ja, hier ist ja nur noch Eingang. Ja, hier ist auch wieder Rex, so, also... Ah, lol, hier geht's noch weiter! Ich realisiere es jetzt erst, lul. Hier können wir oben her. Okay, ich gehe davon aus, wir... Echt? Okay, oh, jo. Das war ja die Ecke, wo wir... Jetzt sind wir gleich wieder bei dem Loch. Jetzt sind wir wieder in dem Loch, genau. Ja, das Gefühl, wir müssen irgendwo immer durch die Spinnenweben fliegen. Das wirkt gerade zumindest so. Aber dann müssen wir irgendwo einen anderen Eingang noch finden. Oh, warte mal, hier unten lagen... hier sind keine Eier. Was ist das hier für ein Tier? Undefinierbar. Petri? Vielleicht, von dem Kopf her könnte es ein Petri sein. Ja, ist ein Petri. Würde ich sagen, von dem Kopf her. Ekelhaft. Jetzt ist die Frage direkt zu Start. Wollen wir uns einfach ein Video dazu jetzt gerade angucken? Also zumindest den nächsten Schritt einfach. Also nicht zu Ende, aber halt einfach, dass wir jetzt wissen, ob wir hier überhaupt richtig sind. Weil ich habe keine Ahnung. Hier kann auch noch wieder her. Ja, das ist, du fliegst jetzt wieder zurück, ne? Fliegst gerade die ganze Zeit hin und her, ne? Ja, stimmt. Ja. Hast recht. Ja, ich habe Orientierung. Ah, warte mal. Guck mal, du siehst hier diesen Lichtstrahl, ne? Ah, das ist kein Lichtstrahl, das war ein Spinnenweb. Lul. Ich habe nichts gesagt. Ich denke aber, wir... Hier ist nichts. So, und hier sind die Menschen. Da kommt man ja von der Seite sowieso scheiße durch.
Hier wummert es auf jeden Fall, ja, oder das ist wahrscheinlich ein normales. Ja, das ist ja der Artefakt, was hier hinten halt steht. Ja, was machen wir? Ah, hier ist dieser Mistkäfer. Da hängen wieder die ganzen Menschen. Ja, puh. Konnte man nicht am Anfang. Ah, ne, das war der Ausgang, ne? Ja. Müssen wir hier vielleicht weiter hochfliegen? Wieso? Ne, macht okay Sinn. Ja, ab hier dem Punkt verstehe ich es halt nicht. Also bis hierhin, denke ich, sind wir richtig. Müssen wir hier also bei den ganzen Menschen, da waren wir ja auch gerade eben schon mal zu Fuß. Ach geil, Digga. Ist jetzt nicht passiert. Nein. Ich habe mehr oder weniger einen Ausgang gefunden, Digga. Da, wo diese ganzen, nach den Menschen, wenn du da nach oben fliegst, ist ja dieses so ein weißes Ding. Wenn du da länger gegenfliegst, fliegst du, wirst du rausteleportiert. Und bist du draußen? Aber du kannst aber nicht mehr rein. Ich muss jetzt wieder... Och, Digga. Wie schlecht. Stabil. Ganz oben, das, oder? Ja, es ist... Hier ist eine Kiste. Ah, ja. Hä? Hier ist eine goldene Kiste. Nee, ist einfach nur eine normale, glaube ich, oder? Hä, nee, die sieht so golden aus. Oh, meine Fackel ist jetzt kaputt. Ah, wo bist du denn jetzt? Ah, hier. Ich bin gerade in der Es war eine normale Kiste, tatsächlich. Also eine Fackel von mir ist bereits kaputt. Ja, ich habe nur eine dabei... Geht da drauf. Ich kann die reparieren für Feuerstein, Holz und Stein, hat Marsch doch gerade. Hä, wie dumm? Hä, dass man da einfach hier rausglitscht? Oder was jetzt rausglitscht? Oh, jetzt hänge ich hier fest. Ja. Dass man hier also rausgeschmissen wird, aber halt nicht wieder rein kann. Ich find's cool, dass es halt logisch ist. Okay, da ist Licht, da kannst du rausfliegen. Aber dann bitte doch so, dass ich wieder reinfliegen kann irgendwie. Vielleicht auch unter dem Baum. Wenn du jetzt im Baum fällst und dann Loris, das wäre jetzt lustig. Und es ist nichts da. Nice. So. Ich habe schon ein paar Ressourcen, dass, falls mal eine Fackel kaputt geht, dass ich mir direkt eine neue machen kann. Ich trinke meine Zeit einen Schluck Saskia Classic. Stark. Keine bezahlte Werbung. Es sind ja jetzt auch in den großen Flaschen diese Scheißdeckel mit dem Abreißen nicht möglich Ding. So, okay. An den großen Flaschen, wieso? Ja, warum bin ich denn jetzt so schwer? Vielleicht wegen Feuerstein und dem ganzen Bums. Ja, aber das nimmt ja nicht so viel Platz weg. Platz ist ja auch nicht das Schlimme, das ist ja das Gewicht. Der Petri soll nicht auf Gewicht gehen. Ja, meinte ich ja. Ach, du meintest, was du meintest. Wie kommt man jetzt nochmal hier zu dem Eingang? Ich habe hier noch einen fertigen Raptor-Sattel weg, Schmutz, brauche ich nicht. Hallo? Mama? Oh, kann doch jetzt nicht sein. Wo ist jetzt der Eingang? Ich glaube, wäre der hier in die Richtung. Ich wollte halt nicht rausfliegen. Ich wollt's nicht. Ah, ich glaube, ich bin hier jetzt. Hier ist doch der Wasserfall. Ja, ich bin jetzt auch hier. Hier ist dein Raptor. Dein Raptor, dein Greif. Ja, können wir jetzt hier auch wieder rein. Ich lade gerade kurz Ausdauer nach. Ich gehe schon mal. Also Stand jetzt check ich nichts, ne? Ich bin ehrlich, ich check hier nichts. Auch noch nicht. Also wir sind ja mehr oder weniger, denke ich, richtig. Aber halt auch irgendwie nicht. So. So, fliegen wir hier einfach direkt mal weiter geradeaus zum Rex. Ich denke mal, der Rex ist schon der richtige Punkt. Also von hier sind wir ja richtig. So, und ich denke auch, dass wir hier auch darüber fliegen müssen. Gehe ich auch stark von aus. Weil dieses Spinnennetz, das macht nur Sinn. So, dann sind wir hier. Aber hier gibt es nur diesen einen Eingang. Oder Ausgang, je nachdem, wie du es sehen willst. Warte mal, wir machen es jetzt mal so, wir landen jetzt mal hier oben. Ja. Yeah. Schießen von oben mal alle Dinger kaputt. Ja. Und... Gesundheit. Ach nee, Diggi. Ja, ich bin tot. Warum? Ich bin runtergefallen, weil ich zu weit gesprungen bin. Ich bin jetzt tot. Ich werde sterben, ne? Das war's halt jetzt. Warte. Digga, warum springt der denn so weit? Bist du da? Ich bin im Wasser, hier ist Wasser. Okay, hier muss man vielleicht durchschwimmen. Du kannst dich halt auch nicht bewegen, es ist unfassbar schlecht. Oh mein Gott, Digga, warum springt er denn? Ich überlebe. Okay. Ja. Jetzt muss ich erstmal meinen Schnull hier wegmachen. Ah, guck mal, guck mal einen an. Ja, warte, chill.
Ich glaube, wie so ein kleines Kind voll angerotzt. Hier waren wir doch schon. Hier waren wir auch zu Fuß schon. Hier ist dieses... Ja, hier waren wir. Hier ist dieser Eingang. Ja. Ah, müssen wir hier vielleicht nach oben? Nee. Hä? Ja, hier ist... Genau, hier sind wir rein. Müssen wir durchs Wasser vielleicht? Nein, ja, guck mal. Hier ist die kleine Sackgasse, ne? Ja, hier waren wir schon zu Fuß. Hä? Dann müssen wir beim Rex gucken. Dann lass mal zum Rex fliegen. Und da alles gucken. Clean unten, ne? Ja, weil dann wird das der einzige Weg sein, weil hier müssten wir ja hoch. Moin, Rexi. Oder ist hier irgendwas, das wir übersehen haben? Ich hasse sowas, ne? Ja, hier waren wir auch zu Fuß. Wir waren ja überall zu Fuß. Ich blick's nicht. Ich blick's beim besten Willen nicht. Ich spacke hier in den ganzen Och, Viechern nein. drin. Stirbst du jetzt oder was? Bitte nicht. Oh, ich bin oben. Ich bin okay. oben. Ich bin... Oh mein Gott. Ich muss aber hier mal Ballast abwerfen. Bist ein bisschen voll, sagst du? Jo. Weil ich jetzt so viel Scheiße für Chitin und sowas eingesammelt habe. In der Höhle ist aber auch alles so ein bisschen buggy, ne? Kann das sein? Ja, was heißt buggy? Es ist sehr laggy auch einfach, weil hier gefühlt alle 5 Sekunden 20.000 Tiere spawnen. Ah, jetzt merke ich halt mit dem voll. Ist toll, ne? Ja, total spaßig. Oh, ich bin Level Up, nice. Ne, mein Tier ist Level Up. Direkt mal auf Gewicht zimmern, Digga, kenn ich nichts. Ich bin gerade maximal verwirrt, bin ich ganz ehrlich, ich bin maximal verwirrt. Alter, ich war gerade bis hinten an der Wand geflogen, auf einmal werde ich wieder bis an die Kante zurückgebackt hier so. Kein Wunder, dass man hier immer verreckt. Ich blick's nicht, wir sind gleich am Ende der Aufnahme, ich blick es nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht hier rein, oder? Ich hab keine Ahnung. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. Was ist denn hier? Hier sind wir durchgekommen, ne? Naja. Ja, hier sind wir wieder an diesem Eingang. Ich bin auch ganz ehrlich, mich nervt das auch, dieses, wenn du keine Ahnung hast und auch keinen Ansatz von irgendwas. Es sieht ja auch einfach nichts danach aus, so von wegen, ach, hier macht es Sinn herzugehen. Ich finde das kacke. Also das finde ich gerade richtig, das ist eine richtig nervige Höhle. Wahrscheinlich ist es so was richtig Dummes. So direkt in der ersten, im Eingang der Höhle nach links abbiegen, so nach Motto. Ich hab mal hier eine Drehung reingemacht. Ich hab auch einfach das Gefühl, die Dinger spawnen auch einfach pausenlos. Schon wieder Level Up. Ich mach auf Ausdauer. Ich sehe schon wieder die Leute in den Kommentaren. Oh nein, seid ihr doof? Ihr hättet einfach nur nach links gemusst. Scheiß Wurm. Ich hab gar nicht das Gefühl, die spawnen hier unendlich weiter gerade. Ja, das ist irgendwie gerade. Ich glaube, das bringt halt nichts, die zu töten gerade hier. Ich kämpfe gerade nur mal. Was? Ich muss nochmal Ausdauer aufladen. Ja, ich glaube, ich habe gerade den Gang... Ne, hier sind wir rausgekommen. Es sieht auch alles einfach gleich aus. Ja, wenn man es hier, die Folge ist jetzt eh zu Ende, dann gucken wir uns ein Video an. Ich schwöre, deine ganze Sippschaft, ne? Ich möchte, dass du ausstirbst. Ich bin froh, du bist ausgestorben. Weißt du, deine Tausendfüßler-Kumpanen, die sind ja wenigstens noch süß und so, aber du kleines Stück Scheiße... Ich hole mir jetzt gerade mal ein paar Stimmybären auf Tasche. Es geht hier, also legit nirgendwo weiter.
Nee, ne, also ich habe auch nichts gesehen, gar nichts. Sind wir hier in der richtigen Höhle? Boah, der hier steht muss. Boss verfügbar. Also wenn das jetzt die falsche Höhle ist. Das stand aber jetzt die ganze Zeit nicht mehr, ne? Ja, das wird ja nur einmal angezeigt. Das wird ja nur einmal angezeigt. Das nervt mich gerade maximal, dass wir jetzt immer noch hier an demselben Punkt sind. Wir sind nicht weitergekommen, Alter. Ja, eher einen Schritt zurück schon fast wieder. Essen verbraucht, Pfeile verbraucht, Munition verbraucht. Aber wir sind für mein Haus im Boden, Alter. Ich krieg keine Stimmy-Bären raus. Und da sind wir hergekommen. So, hier ist das Artefakt. So, mein einziger Verdacht, und den teste ich jetzt einfach mal. Nee, bringt nichts. Was ist hier drin? Wow. Oh mein Gott, ein Bauplan für ein fortgeschrittenes Holzschild und ein Bauplan für eine überragende Steinschleuder. Die macht 496% Waffenschaden. Ja, stark. Die kostet 5500 Fasern, 1300 Holz und 275 Leder. Digga, halt dein Maul. Nee, hier ist halt auch legit nichts, ne? Ja, die ganze Zeit, das Ding müsste zum Beispiel kaputt gehen, dass man da weiterkommt. Sind wir. Kann man das abbauen? Sind wir vielleicht verbuggt? Oh mein Gott, ich stehe hier einfach in dem Ding auf einmal. Nee, kann ich nicht abbauen. Und dann ist ja auch alles so zugewuchert, dass du quasi nicht weißt, wo du bist und wie. Nee, also. Ja, komm, lass hier oben mal sitzen. Hinsetzen. Ja, sitzen. Ich sitze einfach mal auf der anderen Seite, ist das okay für dich? Ja. Ja, Leute, also. Fackel dann haben wir auch gedacht, geht anders aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, stimmt, guter Call. Ja, also ihr werdet potenziell wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben, Leute, seid ihr komplett dumm. Ihr hättet einfach nur dahin gemusst. Und das ist euer gutes Recht. Aber es ist für uns gerade nicht ersichtlich, warum und warum und... Und warum nicht? Verstehen wir gerade nicht. Ja, wir haben euch aber trotzdem ein paar Sachen gefragt. Vielleicht habt ihr alles beantwortet. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, ihr liebt es doch, wenn wir einfach nur uns aufregen und verwirrt nach Dingen suchen, die offensichtlich sind, oder? Richtig. Gut. Richtig. Damit würde ich sagen, mit der neuen Ankündigung, dass wir in Lorenz' Folge vielleicht diese Höhle hier beenden, würden wir uns sehr über ein Abonnement von euch freuen und auch gerne ein Like auf das Video, wenn ihr sowieso schon einen Kommentar schreibt, was ihr machen müsst. Fakt, andernfalls kriegt ihr keine Schokolade mehr oder so. Ja, moin. Und ja, okay. Wenn ihr dann sehen wollt, ob wir... Ja, total random. Wenn ihr dann sehen wollt, ob wir wirklich weiterkommen, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Aber... Wir zwei sind jetzt erstmal raus. Bis die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.